Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Und ich muss mal wieder reinfinden. Ist eine neue Aufnahmesession und ich habe hier wohl ein Raumschiff abgebaut. Das soll alles rüber und das soll auch geborgen werden. Und eine Sache, die ich wohl jetzt auch über die Kommentare gelernt habe, ist, dass wir wohl so einen langen Sprung machen können ohne Probleme. Dass die sich nur schlecht fühlen und gar nicht sterben. Und ich hatte wohl einfach den Text falsch gelesen. Oder ich habe halt den Text von Anno dazumal im Kopf gehabt, von der letzten Season. Und das hat sich wohl verändert, erledigt oder ähnliches. Auf jeden Fall können wir rüberspringen. Aber erstmal wird hier noch ein bisschen abgebaut. Und was macht denn die Forschung? Das Klinikbett. Ah, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht zu haben. Die Nahrung sieht gut aus. Wir sind auf Solarpower hoch. Verfügbare Ressourcen reichen nicht aus. Ah, das ist die Chemiestation. Das passt. Ich dachte, das wäre der Komposter. Aber der Komposter kompostet fleißig. Und ich glaube, ich will das Schiff erweitern. Wir müssen mal rausfinden, wie wir die Hüllen Teile bauen. Wir kriegen die durch den Recycler aktuell. Eben durch den Hüllenschrott. Aber das ist halt nicht so richtig effizient. Machen wir mal ganz kurz hier bei der Forschung. Da brauchen wir vermutlich den Zusammenhalter oder so. Zusammenfüge. Weichmaterial, Hüllen und Infrablöcke. Ach komm, wir schieben das mal kurz als Forschung rein. Nachdem ich gelernt habe, dass wir den anderen doch nicht brauchen, das ist okay. Und ich brauche hier unbedingt eine Batterie. Man sieht hier, wie der immer Stromprobleme kriegt. Man kann hier die besseren Stromknoten auch nehmen. Die halten zumindest 150. Im Gegensatz zu den wandmontierten, die ich normalerweise baue, die nur 50 halten. Oder die Unterflur, die sogar nur 25 halten. Das heißt, wenn wir den hier... Warte mal, wo ist sein Stromanschluss? Wenn wir den hier durch einen echten austauschen, würde das auch besser laufen. Wenn wir den durch einen wandmontierten austauschen, würde es schon besser laufen. Aber eigentlich ist mein Plan, hier überall so Batterien reinzuquetschen. Also eigentlich ist mein Plan, das Ding in den Raum zu stellen und in dem Raum ist eine Batterie und ein Verteiler. Damit da eben wirklich einfach kein Stress ist. Und dass das wirklich einfach gescheit läuft. So, ich habe gerade gehört, dass ich im Hintergrund noch was laufen habe. Forschen, sind fleißig am Forschen. Drüben aus. Ich glaube, das Bergen werden wir mal vorantreiben. Das heißt, dass eben die Nahrungsproduktion und das Forschen darunter leiden. Aber wir können schneller wegspringen. Und ich will diesen Text nochmal vor mir haben, um wirklich sehen zu können, was da Phase ist. Also wie das wieder der Unterschied ist. Ansonsten Hüllenblöcke. Infrablöcke haben wir 21, 22 sogar, Hüllenblöcke nur 9. Damit lohnt sich noch keine Erweiterung. Ich sag mal, hier drüben kann ja noch ein bisschen was eingesammelt werden. Wir dürfen das hier einmal komplett auseinandernehmen. Der Crew geht soweit, glaube ich, ganz gut. Bam bam. Ah. Er ist einsam, unangenehme Begegnung, Umgebung, klar, weil der hier auf einem Wrack ist. Aber Rolf, jetzt Rolf? So anklicken? Ja, kann ich. Er ist einfach nur raumanzugsmüde, aber fühlt sich wohl. Er hat starkes Unbehagen. Ich fühle mich äußerst unwohl. Ja, weil er schon ziemlich müde ist und ziemlich viel unangenehme
Gebiet hat. Aber deine Schicht ist auch bald vorbei, dann geht's dir besser. So, ich bin am Arbeiten. Tatkraft minus 18. Ja, also. Das ist doch so ein Motivationsding. So, jetzt ist er auch arbeitend, aber Tatkraft 0. War das, weil er sich gerade kurz hingesetzt hat? Er ist jetzt gerade, fühlt sich wohl. Ich finde das so faszinierend. Und der mag sich nicht, verträgt sich nicht so richtig mit dem Rest der Crew. Aber mei. Jetzt ist er nicht mehr getröstet worden. Glenn hat gerade ein Sauerstoffproblem. Sollte sich ja jetzt lösen. Allgemeine Stimmung 50. Allgemeine Stimmungslage dieses Besatzungsmitglieds. Also eigentlich sind die happy, wenn das hier dieser gelbe Pfeil ist. Aber jetzt gerade halt nicht, weil, ja, mei. Halt zu tun ist. Dann war nicht genügend Strom hier hinten. Ja, ich muss, warte mal. Kann ich den hier nicht durch einen Strompunkt hier ersetzen? Weil hier ist ja der Weg. Ah ja, da sind ja eh die, hier soll ja eh ein Stromspeicherknoten hin. Hier nur Teile für. Alles für Verrichtungen ist Botanik. Ja. Aber ich will doch noch hier schnell das Schiff auseinanderbauen. Das ist noch ein bisschen Schrott zu transportieren. Eine Schicht noch, dann geht das flott weg. Wie geht's unseren Nahrungsvorräten eigentlich? Also Treibstoff haben wir genügend, Energie haben wir genügend, Energiestäbe sind die, die wir aktuell verbrennen. Weil wir eben schon ein Upgrade haben, um effizienter zu werden. Aber wir können auch gar nicht refinen. Also das ist, könnte ein Problem werden. Aber wir haben im Notfall ja Solarenergie. Und jetzt hier Wurzelgemüse, künstliches Fleisch, Nüsse. Haben einiges an Monsterfleisch da. Das ist aber nicht zum Kochen, das ist zum Verderben. Und wir haben sehr viel Biomasse rumliegen. Kann es sein, dass unsere Komposter nicht hinterherkommen? Die sind fleißig am Zersetzen. Sonst mal merken, 52 und... wo ist das Fleisch? Ja, und 18. 52 und 18. Buchschleuse blockiert. Ist das Lager schon wieder voll? Nee, das Lager ist nicht voll. Und er hier arbeitet jetzt ja gerade dran. Und tut Dinge. Ja, aber es ist schon einiges vernachlässigt jetzt gerade. Aber ich sag mir, hier ist auch nicht mehr so viel zu tun. Es sind nur noch ein paar Jobs. Oder, ja doch, der entdeckt neue Jobs, wenn er welche abarbeitet. Okay, also wir sehen hier nicht alle Jobs, sondern wir sehen halt wirklich nur die Jobs, die gerade, laufen. Also die jetzt gerade bekannt sind. So, OBS, warum willst du mich ärgern? So, besser. Aber jetzt werden es weniger. Aber eine kleine Schniefnase. Muss auch uns versorgt werden. Entschuldigung dafür. Aber gehört halt leider auch mit zum Leben dazu. Dann würde ich sagen, ist jetzt hier wirklich jobmäßig nichts mehr zu tun. Noch ein bisschen Hüllenschrott. Hüllenschrott will ich halt genau mitnehmen, weil ich ja das Schiff erweitern möchte. Ich finde das auch sehr cool gemacht, wie es hier heller wird, weil die Wand wegkommt. Sondern das Licht kommt von einem bestimmten Winkel und deswegen wird es jetzt eben heller. Und es wird kälter. Das wiederum macht irgendwie wenig Sinn.
ich hier eigentlich noch rum? Infraschrott und Energieschrott. Okay, also die müssen nochmal transferiert werden. Da gibt es aber gerade keine Aufgaben für. Ah, vermutlich, weil die Druckschleuse blockiert ist. Ich habe gerade nochmal was abgeholt. So, Botanik sieht deutlich besser aus. Ist hier das Lager limitiert? Nee, da kommt alles rein. Also sollte das Lager eigentlich nicht voll sein. Das ist einfach nur gerade Logistik, die überlastet ist. So, immer noch 52, aber nur noch 16 Monsterfleisch. Das Zeug, was hier rumliegt, noch rüber. Ausgehender Transfer 9, genau, müsste passen. Okay, müssen wir doch noch eine Schicht abwarten. Ich hatte gehofft, dass das schneller geht, aber nein, ist nicht. Also können wir das Wusel noch ein bisschen genießen. Wie viele Energiezellen haben wir noch? Wir haben noch 5 Energiestäbe. Eventuell müssen wir da mal schauen, wie das ist. Ah lol, er zeigt jetzt hier sogar die Aufträge erst an, wenn die tatsächlich gemacht werden. Okay, bitte sei nicht übervoll. Das Shuttle nochmal fliegen muss. Doch, das Shuttle fliegt nochmal. Das Shuttle voll. Satzung 1 von 4, aber Inventar. Inventar ist leer. Hat nichts mitgenommen? Das ist irritierend. Okay, jetzt aber hier die Leute abholen. Und dann springen wir weiter. Auf ins neue System. Bam, bam, bam. So, und wohin wollen wir jetzt eigentlich? Das hier ist ein sicheres System. Und hier habe ich noch nichts gesehen. Und das hier ist ein Kult von New Haven. Kult klingt spannender. Komm, wir gehen zum Kult. Oder? Das heißt, ich muss einmal hier hoch. Im System, in dem ich bin. Einmal hier hin. Dahin. So, und jetzt nochmal hier gleich den Text lesen. Also. Begib dich auf interstellare Reisen. Das Reisen im Hyperraum kann bei Besatzungsmitgliedern Übelkeit hervorrufen. Rostase kann man für Besatzungsmitglieder beugen diesen Phänomen vor. Lul, sicheres interstellares Reisen ist möglich, auch wenn keine Rostase-Kammer für jedes Besatzungsmitglied zur Verfügung steht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so war. Und es sagt mir, ich sollte im Texte mal wieder aufmerksamer lesen. So, ist jetzt hier Leuten schlecht? Wie geht's dir? Die Sterne erwarten dich. Du hast die Szenario-Tipps abgeschlossen. Bist jetzt bereit, dich alleine auf den Weg zu machen. Okay. Ja, rekrutiere Besatzung. Helden oder zum Schirken wirst. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Sollen wir so eine Piratenrunde, also Piratenziel am Ende haben? Was ja im Endeffekt nur bedeutet, dass wir erstmal auf Waffen rushen müssen. Hat zu viel gegessen. Er hat Unbehagen. Aber eigentlich ist keiner von denen so richtig. Denen ist nicht schlecht. Sehr gut. Können wir gleich weiterspringen? Bam, bam. Okay, da ist wohl nicht. Oder ist das eine Station? Ich meine, wenn das eine Station ist, kann man mit denen handeln. Oh, checkt schon das mal ganz kurz an. Auch wenn wir da nichts abbauen können. Vielleicht kriegen wir ein paar Tech-Teile. Und direkt hier Breitseits. Und sagen Handel.
Das ist einfach nur ein großes Schiff. Okay. Sie haben Energie. Bam bam, die hätte ich gerne. Und ihr habt Infrablöcke, die brauche ich nicht. Ihr habt Energiezellen, die brauche ich nicht. Ich brauche Energieblöcke. Und verkaufen tun wir euch Futter. Und zwar Nüsse sind halt schwer herzustellen. Und Nüsse werden auch zu billig. Okay, eine Nuss, ein Fleisch. Eine Nuss. Immer das, was teurer ist von beiden. Schauen wir, wie sich... Ah, ist schon voll. Okay. So, und kriegen wir von euch... Wollen wir von euch noch irgendwas? Also ich meine, Energium direkt. Dann zahlen wir halt 300 Credits. Bin ich aber okay. Haben wir ein bisschen mehr Energium auf Vorrat. Und dieses Schiff hat 2 Waffen, 2 Schilde, 3 Antriebe. Ja, wir müssen noch ein bisschen was forschen. Und ich kann die Wände wieder... Ja, ich glaube... Nee. So hier? Nee, ich glaube wirklich ganz unten am besten. Und das sind halt wirklich die Energiezellen. Kriegen wir die, nicht Energiezellen, Energieblöcke. Kriegen wir denn hier Weichmaterialhöhlen und Infrastrukturblöcke? Also leider nein. Verbesserte Zusammenfüge für Tech- und Energieblöcke. Dann müssen wir also Optik und ihn erforschen. Das ist aber okay. Das kriegen wir alles geforscht. 52 und 13. Also das Monsterfleisch wird langsam weniger. Und vermutlich, wenn wir das Monsterfleisch komplett aufgebraucht haben, passt das auch. Aber erstmal muss hier das Schiff erweitert werden. Das ist ja so nicht. Wie viel Höhlenblöcke? Inzwischen 10. Nicht so richtig cool. Oh mein. Ansonsten Wasser 53 haben wir genügend. Haben wir auch noch in Eisform, das passt. Erze haben wir super genügend. Also wir könnten richtig gut was herstellen, wenn wir die Maschinen hätten. Rohstofftechnisch geht es uns richtig gut. Habe ich zumindest gerade kein schlechtes Gefühl. Oh, hier ist ein Schiff, das wir bergen könnten. Das ist jetzt die Frage, ob wir genügend Hüllenblöcke haben, um das sprungfähig zu kriegen. Ah, es ist halt nur 2 Felder groß. Und die andere Frage ist halt, ob das... Wie das so ist. Wir schauen uns das mal an. Also, wer von euch hatte nochmal Waffen? Waffe, keine Waffe, Waffe. Waffe, keine Waffe, Waffe. Also... Hier 4. Direktbefehl, bitte. Direkt hier hin. Hier rein. Und dann schauen wir uns das Schiffchen mal an. Und überlegen uns, ob wir das erobern wollen. Oder ob das nicht noch zu früh ist. Ich glaube tatsächlich, es ist zu früh. Mein Bauchgefühl sagt, es ist zu früh. Aber wir würden halt unheimlich viel Raumparts, also Höhlenblöcke sparen, wenn wir das einfach übernehmen. Oh. Bleibt mal bitte hier stehen. Ich bewege nach hier. Du hast die Schrotflinte, oder? Okay. Du kannst doch hier vorgehen. Bam bam. Er kommt nicht ran. Sehr gut. Mal die Tür aufmachen. Da ist noch eine. Oh, da sind noch 2. Weg. Aua. Okay, also du kriegst mal den Direktbefehl weg und du kriegst den Direktbefehl weg, damit du nach Hause kannst, weil Terrence, es tut mir leid, dass du gerade so viel Schaden hast fressen müssen. Glenn, Rolf und Alberto kriegen das schon irgendwie auf die Reihe, das hier zu klären. Kann sich nur um Stunden handeln. Wäre dann auch die Frage, ob sie es irgendwann mal geskillt kriegen.
ihr euch dahin stellen vielleicht? Einen besseren Winkel? Ja, idealerweise. Was ist das denn hier für ein Antrieb? Also wir müssen einen Generator bauen. Das sieht aus wie ein besserer Antrieb, als ich aktuell habe. Was ein Argument wäre, zu übernehmen. Aber so... Nee, wir... Wir nehmen es in Besitz und geben es auf. Weil dann kann ich die Sachen auseinanderbauen, ohne dass ich sie schrotte. Ich demontiere sie. So, demontieren. Montieren. Weil dann kriege ich die besseren Items raus. Weil ich dann nämlich nicht Schrott rausbekomme, sondern Demontagekrams. So, alles hier demontieren. Ich glaube, das ist gerade so ein Best of both worlds. So, ja genau, keine Werkzeuganlage, Hüllenriss, ja. Schauen wir mal, hier auf dem Schiff haben wir jetzt nichts im Lager. Vermutlich, weil wir kein Lager haben. Aber ich kann doch jetzt auch sagen, Gegenstand bewegen. Gegenstände abstoßen, soll nicht ins All geschmissen werden. Nicht eingelagerte Gegenstände innerhalb des Schiffes bewegen. Wir brauchen erstmal ganz kurz eine Werkzeuganlage. Eine Werkzeuganlage bringt aber nichts, wenn wir keinen Strom haben. Also eigentlich müssten die ihre Sachen immer von drüben holen. Also wie viel Werkzeug hast du noch? 60. Ich glaube, die reparieren jetzt hier erstmal ein paar Sachen. Geben dafür vielleicht Werkzeuge aus. Aber es soll alles gar nicht repariert werden, es soll einfach alles demontiert werden. Okay, wir machen hier ganz kurz demontieren, Verrichtungen bauen. Mach du das bitte mal annehmen. Da bin ich jetzt gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Weil das wäre natürlich der ultimative Vorteil. Ob das klappt oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.